Hallo und herzlich willkommen, liebe Fortunen, zu unserem heutigen VIP-Talk hier im Merkur Business Club, präsentiert von der Volksbank Düsseldorf-Neuss. Nach unserem 1-0-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98, darüber müssen wir reden, darüber werden wir reden und deshalb begrüße ich ganz herzlich und mit einem donnernden Applaus von euch unseren Torhüter Florian Kastmeier. Dankeschön, danke. Sollte an sein. Hallo, hallo. Ja. Ja, Flo, keine 60 Minuten nach Spielende, nach einem ja, packenden, spannenden, intensiven Duell gegen den immer noch Tabellenführer. Wie ist so deine Einschätzung dieser Begegnung? Ich glaube, ein rundum gelungener Sonntag heute. Haben sehr, sehr gut verteidigt. Ich hatte kaum Aktionen, weil die Jungs vor mir das echt überragend gemacht haben heute. Haben sich in den Schuss reingeworfen. Die ersten 45 Minuten waren nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, ein bisschen zäh und ein bisschen langsam und ja, aber sind dann sehr, sehr gut in die zweite Hälfte gekommen. Das Tor hat uns natürlich dann irgendwo beflügelt und am Ende haben wir sehr, sehr gut ausgehalten, was uns die letzten Wochen ein bisschen gefehlt hat. Haben das gegen die drei Laternen, die am Ende da reinkommen, sehr, sehr gut gemacht, nichts mehr zugelassen und deswegen glaube ich, war es ein echt guter Sonntag heute. Einmal musstest du noch kurz vor Spielende eingreifen, nochmal sichern und einmal hast du den Ball an den Pfosten geguckt, oder? Ja, das Glück hat uns die letzten Wochen vielleicht irgendwo gefehlt. Heute war es da, genauso wie beim 1-0. Der war ja auch noch abgefälscht. Das Glück haben wir uns die Woche und über die 90 Minuten erarbeitet. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch verdient dann am Ende gewonnen. Genau das hat übrigens auch unser Cheftrainer Daniel Thun vorhin auf der Pressekonferenz gesagt. Klar, nach Statistiken war Darmstadt wahrscheinlich gleichwertig. Musst du nicht unbedingt gewinnen in den letzten Wochen, aber da waren wir oft die bessere Mannschaft. In allen Statistiken vorne haben nicht gewonnen. Also von daher ist es so diese ausgleichende Gerechtigkeit im Fußball, die es manchmal gibt. Schwer zu sagen, aber ja, lieber spielst du dann mal vielleicht nicht so gut, aber gewinnst dann am Ende 1-0. Und ich glaube heute, wie gesagt, war es einfach verdient, weil wir über die Mentalität am Ende gekommen sind als Gemeinschaft da und sie in den Zweikampf reingehauen haben. Ich glaube, Hoffi hat allein 4 Bälle geblockt, erste Halbzeit. Und so war es ein ruhiger Nachmittag für mich und das zeichnet die Mannschaft einfach aus, dass wir egal nach welchen Spielen wieder zurückkommen. Und ich glaube, heute hat uns nochmal so einen Push gegeben. Über die Mentalität zurückgekommen, aber sicherlich auch über die Stimmung hier in der Arena heute zurück ins Spiel gekommen, beziehungsweise im Spiel geblieben, oder? Ja, natürlich. Die Fans, was sie Woche für Woche abreißen, heute wieder eine Choreo gezeigt. Das ist nicht selbstverständlich in unserer Situation, weil wir sie ja in den letzten Wochen vielleicht das ein oder andere Mal nicht belohnen konnten. Aber die sind trotzdem da und ich glaube, heute waren es auch wieder 30.000. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen, ja, großes Lob. Jetzt geht natürlich bei vielen Fans hier oder auch da draußen wieder die Rechnerei los. Hätten wir mal gegen Heidenheim, hätten wir mal gegen den HSV, hätten wir mal in Bielefeld, haben wir aber nicht. Wie ist das in der Mannschaft? Rechnet ihr auch oder ärgert man sich noch oder sagt man, nee, Blick nach vorn und gucken, was noch dabei rauskommt, dieses berühmte von Spiel zu Spiel denken? Ja, wir können ja Gott sei Dank alle nicht rechnen, deswegen gucken wir nur von Spiel zu Spiel. Dann schauen wir auf das nächste Spiel, kommenden Samstag beim 1. FC Nürnberg. Das wird kein Zuckerschlecken, kann man jetzt schon sagen. Ne, wir haben ja vor ein paar Wochen dort im Pokal gespielt. Natürlich ist es wieder ein anderer Wettbewerb. Und ich glaube, der Sieg heute hat uns da schon ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Und wir wissen, dass wir dort eine richtig gute Partie spielen können. Und wenn wir das umsetzen, was wir heute auf den Platz gebracht haben, dann bin ich mir sicher, dass wir da auch wieder sehr erfolgreich werden. Pokal aus, du hast es angesprochen vor ein paar Wochen, sehr, sehr unglücklich, äußerst unglücklich, fast unverdient, auch die Hinspielniederlage hier 0-1. Bringt das nochmal so einen extra Schub Motivation, also ein bisschen, ja fast schon Ärger oder ein bisschen Wut in diese Partie? Würde ich jetzt nicht sagen, weil es wie gesagt war ein anderer Wettbewerb. Klar, das 1-0 im Hinspiel, das hat uns so ein bisschen auch unsere Serie gekostet hier zu Hause. Aber letztendlich ist, ja, jedes Spiel gewinnen zu wollen, Motivation genug. Und so gehen wir auch dann die Woche jetzt an und gucken, dass wir da die 3 Punkte mitnehmen. Genau, nur was ich meinte, 3-mal gegen denselben Gegner in einer Saison verlieren, das will kein Fußballer. Nee, absolut nicht. Und wie gesagt, wir haben da eine Rechnung offen für das Hinspiel. Und deswegen ja, bin ich mir sicher, dass wir da alles geben, um das wieder auszugleichen, sage ich mal. Alles klar, letzte Frage noch, Rechnung offen. Wir sind jetzt auf Tabellenplatz 4, 6 Punkte hinter dem HSV, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Rechnet ihr euch noch was aus oder
sagt ihr, wir können es eh nicht beeinflussen, HSV gegen St. Pauli, ist ja auch nächste Woche noch das Hamburger Derby. Ist mir ehrlich gesagt, darf es ja nicht sagen, aber scheißegal. Weil wie gesagt, wir müssen auf uns gucken. Wir haben uns die letzten Wochen da ein bisschen viel reinreden lassen. Von außen kam zu viel Druck auch irgendwo. Das tut uns nicht gut. Wir haben uns heute ein bisschen befreit von dem Druck. Und dann haben wir auch gewonnen. Genau, befreit vom Druck und das erfolgreich 1-0 gegen Darmstadt 98. Flo, ich sage vielen herzlichen Dank und ja, macht's weiter so gut wie heute. Danke. Danke dir, danke euch. Das war der VIP-Talk am heutigen Nachmittag nach dem 1-0 gegen Darmstadt 98, präsentiert von der Volksbank Düsseldorf-Neuss. Macht's gut, tschö. Hallo.